Seid gegrüßt, Leute. Ich rede heute mit Florian Warbeck. Das ist ein Journalist von den Nachdenkseiten einer großen sozialdemokratischen Internetzeitung, über seinen steinigen Weg in die Bundespressekonferenz zu kommen. Da haben sich nämlich viele Leute entgegengestellt. Aber das besprechen wir gleich. Hallo, Florian. Hallo, Konstantin, beziehungsweise Agitator. Du hast ja letzten Juni schon versucht, in die Bundespressekonferenz zu kommen. Du saßt da ja auch vorher schon drin. Also, warum hat das denn nicht gleich geklappt, da einfach weiter drin sitzen zu bleiben? Genau, also vielleicht muss man so die, erstmal ganz grob, dass die Bundespressekonferenz, das ist ja oft den wenigsten bewusst, ist sozusagen keine, auch wenn das der Name so ein bisschen impliziert, staatliche Institution, sondern ist ein privater Verein von Hauptstadtjournalisten. Und die haben halt diese Bundespressekonferenz gegründet und laden sozusagen dann regelmäßig dreimal die Woche die Ministeriensprecher, also wirklich alle Ministeriensprecher plus die entsprechenden Regierungssprecher ein. Und Zugang haben wirklich nur Mitglieder dieses privaten Vereins, Bundespressekonferenz e.V. und dann noch die VAP, das steht für Verein ausländischer Presse. Das heißt, die ganzen Auslandskorrespondenten sind dort drin und die haben sozusagen über so eine Sondervereinbarung, können die dort auch präsent sein und haben auch Fragerecht. Und ich war sozusagen von 2018 bis 2022 zunächst in dem Rahmen für die Bundespresse, in der Bundespressekonferenz, aber halt via VAP und bin dann 22 zu den Nachdenkseiten gewechselt, damit sozusagen zu einem deutschen Medium in Deutschland und musste daher sozusagen dieses ganze Prozedere überhaupt erstmal initiieren, weil vorher war ich ja nie Mitglied der BPK, sondern hatte halt nur Fragerecht in der BPK über diesen Status via RT. Genau, das war es so ein bisschen, um das nur grob zu fassen, wieso ich dann, also sozusagen kein Neuantrag, sondern überhaupt grundsätzlich zum ersten Mal diesen Antrag stellen musste. Ja, aber die Bundespressekonferenz, du hast gerade gesagt, sie ist privat, aber sie hat ein Monopol auf diese Bundespressekonferenzen. Das heißt, es gibt keine vergleichbare Institution, wo man die Bundesregierung in dem Rahmen befragen könnte, oder? Eigentlich nicht. Also es war das Einzige, können wir später noch hinkommen, was das Gericht nicht ganz so gesehen hat, diese Monopolstellung. Also eigentlich schon, sie haben gesagt, in dieser Form einzigartig, aber es hieß, man könnte sich auch über die Pressestellen informieren etc. Aber um auf deine Frage zu antworten, de facto ist das natürlich ein Monopol, weil nirgendwo anders geben alle Ministeriensprecher gleichzeitig plus der Regierungssprecher dreimal die Woche, stehen einmal die dreimal die Woche für Fragen und Antworten zur Verfügung. Dann hat die Bundespressekonferenz zuerst die Entscheidung um einen Monat verschoben, also hat dann gesagt, ja, du kommst erstmal nicht rein. Und dann hat sie zuerst dir am 22. Juni 2022 ja geschrieben, ja, du kannst zum 1. Juli dann in die Bundespressekonferenz kommen. Also es hat alles relativ gut funktioniert, oder? Genau, soweit erstmal. Und weiß nicht, ob du das dann noch ausführst, wie das da, oder ich kann es dann auch machen. Genau, aber erstmal so, wie du es geschildert hast. Ja, dann begann allerdings ein gewisser Journalist, Matthias Meissner hieß er, der Mitglied der Bundespressekonferenz war, ja, verschiedene Sachen über dich zu schreiben. Erstmal, wer ist dieser Matthias Meissner? Gut, also müssen wir nicht zu viel Aufmerksamkeit geben, aber an sich Matthias Meissner relativ bekannt geworden in seiner Tätigkeit als Redakteur für den Tagesspiegel und hieß immer, er hörte einen relativ kurzen telefonischen Weg zu einem gewissen Flügel in der Linkspartei und hat dann halt sozusagen auch einen Teil zumindest dieser relativen Schmutzkampagne gegen Sarah Wagenknecht befeuert. Das darauf beruht zumindest, das habe ich jetzt erwähnt, ein Teil sozusagen seines Bekanntheitsgrades. Und der ist dann, das müssen wir jetzt auch nicht vertiefen, aber schon sozusagen auch aus gewissen Gründen ausgeschieden aus dem Tagesspiegel und arbeitet dann, hat dann als freier Journalist weitergearbeitet. Und in dem Zusammenhang vor allem, das ist vielleicht ein paar Zuhörern auch bekannt, gibt es ein sehr kritisiertes, gab es Projekt, finanziert vom Bundesfamilienministerium, das nannte sich Gegneranalyse, war angelegt beim Zentrum Liberale Moderne, so ein grüner Denkfabrik. Und dort wurden sozusagen alternative Medien, also ich mache es in Anführungszeichen, weil dieses alternative Medien ist ja meistens eine Fremdzuschreibung, nicht unbedingt eine Eigenzuschreibung. Aber auf jeden Fall, die Aufgabe war es dann, alternative Medien, die dem Zentrum für Liberale Moderne nicht genehm waren, tatsächlich zu überwachen. Also sie haben es Monitoren genannt und dann gab es noch Auftragsstudien mit so einem pseudowissenschaftlichen Ansatz, die dann
über Dutzende Seiten Abhandlung verfasst haben über diverse Medien. Wobei am Anfang stand da definitiv die Nachdenkseiten im Fokus, weil das war mit Abstand, ich glaube, über ein halbes Jahr gab es nur diese eine einzige Fallstudie zu uns. Ja, ja, also das Interessante, ich habe mir diesen Artikel über die Nachdenkseiten auch durchgelesen. Da werden meist nur Kontaktschuldvorwürfe im Sinne von irgendwer, der bei den Nachdenkseiten gearbeitet hat, hat mal mit Ken Jebsen irgendwie Kontakt gehabt. Also ungefähr so wird da dann gearbeitet. Der ist böse, weil der mit dem und dem Kontakt gehabt hat. Also typische Volksverpetzer-Methodik, die wir, glaube ich, ja alle kennen mittlerweile. Mhm. Aber Matthias Meissner schrieb am 20. Juni, also 2 Tage bevor du darüber informiert wurdest, dass du eigentlich vorläufig dann wieder an der Bundespressekonferenz teilnehmen durftest, Folgendes auf Twitter. Ich sage eine Boris-Reitschuster-Debatte 2.0 voraus. Der Mitgliedsausschuss der Bundespressekonferenz hat die Aufnahme von Florian Warbeck, Autor der verschwörungsideologischen Nachdenkseiten, beschlossen. Der Beschluss wird wirksam, wenn nicht innerhalb von 10 Tagen Einwände erhoben werden. Ja, und diese Einwände wurden dann ja erhoben, oder? Genau, diese Einwände wurden erhoben, auch nachdem er ordentlich die Werbetrommel dafür gerührt hat. Allerdings muss man auch sagen, es kursierten auch verschiedenste Zahlen. Thilo Jung zum Beispiel hat gesagt, er wisse von Dutzenden von sozusagen Beschwerden diesbezüglich meiner Mitgliedschaft. Aber dann vor Gericht kam raus, es gab insgesamt nur 6. Und die einzigen 2, die sich da öffentlich zu geäußert haben, waren halt besagte Matthias Meissner und Thilo Jung. Und dann gibt's halt noch 4 andere. Und man muss sagen, wohlgemerkt, 6 Widersprüche bei einer Mitgliedschaft von über 900 Journalisten. Ne? Also auch, um das mal in Relation zu setzen. Also jetzt, was waren die Argumente von Matthias Meissner hauptsächlich? Also er hat gerade verschwörungsideologisch schon besprochen. Hat er da noch irgendwas Substanzielles gesagt, warum ihr nicht Mitglied der Bundespressekonferenz werden solltet? Also öffentlich hat er nichts Substanzielles gesagt, aber augenscheinlich kein einziger dieser 6 sozusagen Widersprüche hatte irgendwas Substanzielles in der Hinterhand. Also deswegen, da kommen wir ja später zu, die Richterin hat da wirklich echt kein gutes Blatt dran gelassen. Sie meinte, alles völlig nicht belegt, Umsatz nicht substantiiert. Und ja, also es war eine komplette Klatsche. Und das ging halt auch in Bezug auf diese Einwürfe oder Argumente, wieso ich nicht in die Bundespressekonferenz kommen sollte. Das war dann von einer Qualität, wo ich dachte, meint ihr das ernst? Also einer der Widersprüche von einem der Journalisten war allen Ernstes, ich hätte mich über Annalena Baerbock auf Twitter lustig gemacht. Aber selbst dieser Vorwurf sozusagen, also zum einen ist es absurd zu sagen, der Warwick hat sich einmal auf Twitter über Annalena Baerbock lustig gemacht, das sozusagen überhaupt als Argument zu nehmen, ich durfte nicht in die Bundespressekonferenz. Aber davon ganz abgesehen wurde das nicht belegt. Das heißt, die haben noch nicht mal einen Tweet vorgelegt, der es belegen könnte, sonst war eine reine Behauptung und damit sind die vor Gericht gezogen, wo ich denke, bizarre Ansicht. Welche Rolle hat denn der Thilo Jung gespielt? Den hast du ja gerade angesprochen. Also er hat jetzt keine so proaktive Rolle gespielt wie Matthias Meissner, aber er war halt der Einzige, der auf Twitter öffentlich kundgetan hat. Er hätte sofort Einspruch eingelegt und dann noch diese schlussendlich Fake News, wie es sich vor Gericht rausgestellt hat, diese Erzählung, es hätte Dutzende Widersprüche gegeben, wenn es gerichtlich nachweisbar nur 6 waren. Ja, aber ansonsten hat er sich da, glaube ich, zurückgehalten, aber ich weiß auch schon aus meiner Zeit vor der BPK, dass er da immer, sagen wir, einen sehr kritischen Blick hatte auf mich und auch, genau, auch das Medium, sowohl vorher als auch jetzt. Ja, weil du bei RT gearbeitet hast vorher, so Russia Today. Mhm. Wenn ich fragen darf, wie war das denn bei RT? Also war das groß anders als bei anderen Medien zu arbeiten? Machen wir jetzt natürlich irgendwie ein großes, also eigentlich kein großes Fass, weil de facto war ich, deswegen stehe ich da auch nach wie vor zu, war das ein freies Arbeiten und tatsächlich diese ganzen Diskurse, die es da über RT gab, unter Kreml-Kontrolle, blablub. Also es war die ganzen Jahre, die ich da war, seit 2014, gab es da nie irgendeinen Anruf oder irgendeine andere Einflussnahme, auch auf zur BPK. Ne? Also es war für mich erst stressig, weil ich mir die ganze Zeit relativ kurzfristig Fragen ausdenken musste, aber das lag nur mir. Also ich entschied, was ich frage, wie, da gab es keinerlei Einflussnahme und deswegen finde ich diese ganzen Geschichten über RT, die hatten eigentlich echt null Grundlage. Also es wurde nie ein Beitrag von dir zurückgezogen, weil du dich irgendwie entgegen den Interessen der russischen Regierung geäußert hast.
wenn ich jetzt mal so plump fragen darf. Nee, ich glaube, ich bin gerade im Überlegen, weil ich erinnere mich, glaube ich, es gab ein einziges Beispiel, aber das zeigt auch sozusagen wie, und zwar hatte ich da es war irgendwie eine Nachfrage bezüglich dem US-amerikanischen bundesdeutschen Engagement in Afghanistan, und da hatte ich den Begriff Besatzung genutzt gehabt. Und da hatte sogar in dem Fall Thilo, das hatten sie dann auf der BPK total abgewimmelt, da hatte sogar Thilo Jung dann interveniert und gesagt, hey, wieso kann man das nicht Besatzung nennen? Und das war tatsächlich das einzige Mal, wo dann sozusagen vom Chefredakteur kam, hey, Bewertung, Besatzung, schwierig, vielleicht überlegen wir uns das. Aber auch da war es irgendwie ein Gespräch, aber da war es sozusagen echt nur dieses Wording, wo sie meinten, vielleicht besser nicht veröffentlichen. Aber das war echt in den ganzen Jahren der einzige Fall, wo es mal so eine Art von, also noch nicht mehr Intervention, das hat ja auch sozusagen sogar eine gewisse Berechtigung. Ja, also man kann durchaus diskutieren, ob der Begriff Besatzung in Afghanistan gerechtfertigt ist. Aber da würden wir jetzt tatsächlich ein großes Fass aufmachen. Ja, ja, deswegen. Ja. Aber ich wollte nur mal nachfragen, wenn du schon mal hier bist. Ja. Weil RT man ja auch wirklich ganz viel gehört hat. Ich meine, jetzt ist zensiert, jetzt spielt das in unserer Medienlandschaft eh keine Rolle mehr. Aber vorher, da hat man da schon viel drüber gehört, was du jetzt so auf jeden Fall nicht bestätigen kannst gerade. Nee, und ich meine, da sind ja jetzt auch genug Leute weggegangen und da gab es ja, glaube ich, keinen einzigen sogenannten Whistleblower, der dann irgendwie was anderes behauptet hätte. Also das, und ich glaube, ja, wie gesagt, das kann ich echt nur wiederholen, dass also wirklich in dieser ganzen Allgemeinheit, dass es da keinerlei Intervention gab. Und es gab ja, wenn ich das kurz noch sagen darf, das war, glaube ich, 2018, da hatte Neon, gibt schon gar nicht mehr, so eine Jugend aus Ausbildung oder so ein Teilbereich, glaube ich, vom Stern war das, so ein Undercover-Journalisten bei uns eingeschleust. Und die haben dann auf die große Enthüllungsstory gewartet und auch Bild hatte das groß angekündigt. Aber als der Artikel dann kam, weil er gesagt hat, hey, wieder erwarten, die machen da ihr Ding, sind alle studierte Leute. Ich habe mir das alles ganz anders vorgestellt. Und dann versagte das, ne? Aber selbst der war mehrere Monate bei uns und hatte aber immerhin den Anstand, tatsächlich das so zu berichten, wie er es erlebt hätte. Also er hätte auch sonst was erfinden können, hätte ihm Großteil der deutschen Leitmedien vermutlich geglaubt. Aber genau, machen wir einen Punkt. Aber das würde ich schon sagen, dass das, glaube ich, eins der Medien ist, über die sozusagen redaktionelle Realität und das, was da als Narrativ etabliert wurde, wirklich dermaßen auseinandergehen, wie selten andere Fällen. Hm. Aber kommen wir zurück zu der Kampagne von Matthias Meissner, denn du hast, nachdem diese Kampagne gestartet war, tatsächlich eine zweite E-Mail bekommen, wo dann geschrieben wurde, dass die Entscheidung über deine Aufnahme um einen Monat aufgeschoben wurde, weil halt Einwände von verschiedenen Leuten, die hast du ja gerade schon angesprochen, eingetroffen seien. Und einen Monat später hast du dann eine E-Mail bekommen, dass deine Teilnahme schließlich abgesagt ist. Wie bist du dann weiterverfahren? Genau, dann hatten wir uns halt in der Redaktion zusammengesetzt und auch mit dem Medienanwalt beraten. Und der meinte eigentlich, er sehe aufgrund, was du auch schon angeführt hast, Monopolcharakter, eigentlich ganz gute Aussichten, das sozusagen vor Gericht zu gewinnen. Und dann gingen wir erstmal sozusagen mit einem Eilantrag an die Sache ran. Der wurde dann erstmal abgewiesen. Wobei bei einem Eilantrag ist ja wirklich nur dieser Aspekt, dass es nicht aufschiebbar ist. Das hat sozusagen die Richterin dann am Landgericht so nicht gesehen. Dann ging es eine Instanz höher, ebenfalls auf diesem Level Eilantrag. Den hat dann auch das Kammergericht. Also Kammergericht ist sozusagen in Berlin, im Rest der Republik ist es Oberlandesgericht. Haben das dann auch abgelehnt. Dann ging es sozusagen ins erste Hauptverfahren. Und bei diesem Hauptverfahren, wo wir eher kritisch eingestellt waren, aufgrund sozusagen dieser de facto dann schon Niederlage beim Eilverfahren, das haben wir auch gemerkt, also wir waren, glaube ich, vorsichtig und die BPK-Vertreter eigentlich sehr siegessicher. Und plötzlich war der Diskurs aber von der Richterin, also gar kein ganz anderer, sondern sie hat halt gesagt, vorher war halt der Fokus auf, ist das wirklich ein Eilverfahren, was nicht aufschiebbar ist? Und jetzt hat sich aber sozusagen umfassend mit den Argumenten vertraut gemacht und kam dann halt zu dem Schluss, das führst du ja vielleicht auch noch aus, sozusagen, dass, also sie hat auf Grundrechtsbindung insgesamt Artikel 3 und 5. Ja, deswegen, was waren denn eure Argumente dafür, dass ihr in die Bundespressekonferenz dürft auf jeden Fall? Also ich muss vielleicht nochmal kurz zurückgehen, was ich vergessen hatte, dass eins der Hauptargumente, dass ich nicht reingehe darf,
war, dass ich angeblich nicht genug über Bundespolitik schreibe. Jetzt ist aber so, dass tatsächlich, ich meine, ich bin auch Parlamentskorrespondent für die Nachdenkseiten und mindestens zwei Drittel meiner Artikel handeln über Bundespolitik. Und das ist sowieso die Frage, wie definiert man Bundespolitik? Ne? Und sie haben gesagt, ja, was der Warwick als Bundespolitik bezeichnet, ist nicht unser Verständnis, aber sie haben es auch nirgendwo definiert. Und also nur um das sozusagen, das war so eins der Hauptargumente, wo eigentlich auch klar war, das ist eigentlich ein Pseudo-Argument, weil ein Großteil meiner Artikel handeln über Bundespolitik. Und es ist natürlich auch die Frage, auch jeder Bereich, der Deutschland mit internationaler Politik verbindet, ist ein Bereich von Bundespolitik. Aber lange Rede, kurzer Sinn, genau, das war aber auch ein Aspekt, den die Richterin dann abgewehrt hat, obwohl sie gesagt hat, Herr Warwick erfüllt eindeutig die Anforderung als Parlamentskorrespondent und damit auch Zugang zur BBK. Deswegen, was waren denn die Hauptargumente der Gegenseite, also abgesehen von diesem und eure Argumente dann? Na, unsere Argumente waren, dass es sich um Monopol handelt, dass ich sehr wohl die Ansprüche, sozusagen die Definition als Parlamentskorrespondent erfülle. Und das war es eigentlich schon in dem Rahmen. Ja, und und Deutschland hat verpflichtet, ist die Pressefreiheit zu schützen. Oder also es gibt ja dann quasi, es gibt ja kein Gesetz, das sagst, du musst in die Bundespressekonferenz kommen, sondern das ist dann die Bewertung des Gerichts, dass sie dich aufnehmen müssen, weil sie eben diese Monopolstellung haben, oder? Genau, also um das vielleicht nochmal auszuführen, also an sich hat die Bundespressekonferenz halt argumentiert, wir sind ein privater Verein und wir können aufnehmen, wen wir wollen. Wie auch der Meerschweinchenzüchterverein in Köpenick jeden aufnehmen oder ablehnen kann, den er will. Und das ist aber natürlich über diesen, und zwar zumindest unsere Argumentation, dass das, und da gibt es auch einige Präzedenzfälle, dass das mit diesem Monopolcharakter halt nicht einfach so 1:1 privates Vereinsrecht greift. Das war sozusagen eins der weiteren Argumente. Und dann war sozusagen von der Gegenseite dann wiederum war noch eins der Argumente, dass ich, wobei das auch erst später angeführt wurde, ich hätte Mitglieder der Bundespressekonferenz beleidigt. Und da war dasselbe wie vorher, dass die Richterin dann sozusagen im Urteilsspruch gesagt hat, alles, was Sie bisher vorgetragen haben, akzeptiere ich nicht als Argument. Das sei nicht prüfbar, nicht belegt von Ihnen. Sie räumte dann sozusagen aber der Gegenseite nochmal einen Monat ein, um diesen Aspekt, ich hätte Mitglieder der Bundespressekonferenz beleidigt, zu substantiieren. Und das ist in keinster Form dann erfolgt. Ne? Also es ist eines der wenigen Sachen, die sie ja vorgebracht haben. Und das zeigt, glaube ich, auch wirklich die Absurdität des Ganzen, dass ich in einem Artikel geschrieben hätte, Jörg Blank, der ist auch gleichzeitig Vorsitzender des Mitgliederausschusses der BPK, hatte ich in einem Artikel als Kanzlerkorrespondent bezeichnet. Und dann hatten sie geschrieben, mit diesem falschen Ausdruck Kanzlerkorrespondent kliziert Herr Warwick, dass er sich nah an der Macht befindet und von der Macht gelenkt wird, also sozusagen quasi so ein verschwörungstheoretischer Ausdruck. Genau. Aber das Absurde an der Sache ist, dass ich dann einfach nur darlegen musste, dass das der offizielle DPA-Titel ist, dass die DPA sogar das groß gefeiert hat mit Tweets und auf der Webseite, wir begrüßen und beglückwünschen zu seinem neuen Posten als Kanzlerkorrespondent, Herrn Jörg Blank. Genau, also das nur so ein bisschen als Untermalung, auf was für einem Level da teilweise argumentiert wurde. Es wurde auch noch gesagt, du hättest Politiker beleidigt, oder? Ja, das war diese Annalena-Nummer, dass ich mich über Annalena Baerbock lustig gemacht hätte. Aber selbst das wurde auch nicht belegt. Also sie hätten ja zumindest einen Tweet vorlegen können, wo das der Fall ist. Aber also sowieso, sie haben sozusagen von Beleidigung gesprochen. Und dann wurde bei Annalena Baerbock was dann irgendwie lustig machen. Aber selbst das wurde nicht mit auch nur in irgendeiner Form belegt. Und die andere Sache war halt Kanzlerkorrespondent. Also grundsätzlich die Frage ist, wäre Kanzlerkorrespondent, selbst wenn das nicht der korrekte Ausdruck gewesen wäre, als Beleidigung zu fassen. Aber wie ich schon ausgeführt hatte, es war ja so absurd, dass das der offizielle Titel der DPA war, den sie dann so framen wollten. Was ja auch dafür spricht, dass sie da keine Rücksprache mit ihrem eigenen Mann gehalten haben, weil der hat ihnen gesagt, oh ja, das war mein Titel zu dem Zeitpunkt. Also, dass man sich tatsächlich fragt, wie kam es sozusagen zu diesem Level an Argumentation, aber auch tatsächlich, weil sie viel mehr nicht in der Hand hatten. Ne? Und ja gut, das andere ist reine Spekulation.
Ja, und zum Schluss war das Urteil dann auch relativ eindeutig. Du kommst jetzt auf jeden Fall in die Bundespressekonferenz oder kann da noch irgendwas dazwischen kommen? Nee, also ich komme jetzt erstmal, also ich ab nächsten Mittwoch sozusagen und diesen Mittwoch, also morgen, gehe ich vermutlich erstmals in die Bundespressekonferenz. Und da kann eigentlich nichts mehr dazwischen kommen. Muss allerdings sagen, dass die Gegenseite in Revision gegangen ist. Also ich kann jetzt zumindest so lange in die Bundespressekonferenz, bis jetzt sich das Kammergericht, also das Oberlandesgericht in Berlin, sich mit dem Fall neu beschäftigt und dann, je nachdem, wie dann sozusagen in zweiter Instanz das Urteil ausfällt. Aber um sozusagen in dieser Zwischenzeit da reingehen zu können, das war auch nochmal eine ganz eigene Story, weil dafür musste ich dann erstmal 5.000 € in bar beim Landgericht hinterlegen und habe ich zumindest einen Artikel auch zu verfasst, weil das war schon relativ kafkaesk, wie das abläuft mit Barzahlungen in der Berliner Justiz. Aber lange Rede, kurzer Sinn, genau. Also deswegen, das war sozusagen so eine Art sofortige Vollstreckung, kann ich ab dieser Woche in die BPK gehen. Allerdings bin ich sozusagen, das hat das Gericht auch tatsächlich sozusagen, deswegen haben wir auch teilweise von einem Dreiviertelsieg gesprochen, weil sie gesagt haben, ich habe Zugang wie ein Mitglied der Bundespressekonferenz, kann aber kein Mitglied werden, weil da haben sie sozusagen diese Vereinsautonomie schon noch akzeptiert. Das war sozusagen die einzige Mini-Niederlage, die wir hatten. Aber was mich interessiert, ist eine Teilnahme an der BPK und nicht unbedingt Vorsitzender des BPK-Vereins zu werden. Also deswegen ist das jetzt von den Implikationen vernachlässigbar, solange ich da Fragerecht habe. Ja, und du musst auch keinen Mitgliedsbeitrag bezahlen. Das glaube ich ist, also das könnte man nochmal vor Gericht auskämpfen, aber die BPK hat mir jetzt gesagt, dass sie mir da monatlich so einen Betrag, der ungefähr dem Mitgliedsbeitrag entspricht, das sind um die 30 € in Rechnung stellen wird. Und ich meine, wir sind jetzt auch nicht darin interessiert, dass das die ganze Zeit nur so antagonistisch läuft, irgendwie so ein halbwegs pragmatisches Miteinander. Wollen wir das schon erreichen? Also das heißt, den werden wir dann schon auch zahlen. Aber es ist halt kein Mitgliedsbeitrag. Also laut vor Gericht könnte man das tatsächlich noch mal auskämpfen können, aber da hatte, glaube ich, keine Seite Interesse und deswegen zahlen wir dann brav diese Gebühr, wie immer dann das abgerechnet wird in der BPK-Buchhaltung. Ja, jetzt bist du ja in der BPK und was sind die Themen, die du da hauptsächlich bei der Bundesregierung nachfragen willst? Also vieles ist ja auch ein bisschen tagesaktuell geleitet, aber schon auch so ein bisschen Sachen, die teilweise auch erstaunlich nicht gefragt werden. Also ich würde ganz gern schon auch so ein paar Fragen, vielleicht auch nicht gleich am Mittwoch, aber zu dieser ganzen Cum-Ex-Nummer und auch der Strafanzeige, die ja gegen Scholz gestellt wurde, von de Masi stellen. Dann, was in meiner Zeit auch kaum, oder auch jetzt, wenn ich das gesehen habe, kaum bearbeitet wird, ist so die ganze sozialpolitische Komponente, ne? Also auch die ganzen sozialen Einschnitte, die jetzt drohen, da, weil der Fokus ist schon ganz stark Ukraine-Krieg, gewisse internationale Themen, aber so dieser ganze Bereich Soziales ist fragenmäßig ziemlich unterbeleuchtet. Das würde ich auch ganz gerne abdecken. Und dann natürlich trotzdem, also da kann man Themen, die in der BPK sehr wohl schon aufgegriffen werden, aber natürlich auch nochmal anders aus einem anderen Winkel angehen, ne? Sowohl was Ukraine-Krieg, Sanktionen etc. angeht. Dann komme ich ja ganz ursprünglich journalistisch so aus der Lateinamerika-Berichterstattung. Das ist schon auch was, was ab und zu mal anbringen will. Verhältnis Deutschland zu Lateinamerika. Da gab es ja auch lustige Sachen in meiner vorherigen BPK-Zeit, in der Zeit der Anerkennung des selbst ausgerufenen Präsidenten Guaido. Und so ein paar Widersprüche halt im Völkerrechtsverständnis. Und Ja, einfach ganz simple Frage, warum unterstützt Deutschland einen Putschversuch in Venezuela, oder? genau, zum Beispiel in der Zeit sozusagen von diesem Putschversuch war das oder auch die Anerkennung von Guaido, wo Deutschland nach wie vor, also Belgien zum Beispiel hat jetzt eigentlich komplett wieder die also klassisch völkerrechtlich die amtierende Regierung anerkannt. Deutschland spielt da immer noch, ist da unentschieden und die haben sich da, glaube ich, komplett verrannt und kommen da auch nicht raus, ja. Also es wird jetzt kein Frage-Fokus bei mir sein, aber es ist schon irgendwie eine Region, an der ich hänge. Und wenn sich das anbietet in Verbindung mit der Bundesrepublik, wäre ich auch dazu fragen. Vor allem, weil das auch ein ziemlich absurder Fall ist, also Venezuela jetzt, wie die Bundesregierung
Völkerrecht ignoriert und das in anderen Fällen immer so als absolut setzt und dann damit Dinge begründet, die man mit dem Völkerrecht eigentlich nicht begründen kann. Also beispielsweise die Unterstützung der Ukraine. Da wird gesagt, wir wären völkerrechtlich dazu verpflichtet, was wir nicht sind. Beispielsweise, also dieses Missverhältnis, dass auf der einen Seite das Völkerrecht in manchen Fällen komplett ignoriert wird und in anderen dem Völkerrecht Dinge zugeschrieben werden, die da überhaupt nicht drinstehen. Also das kann man, glaube ich, schon ansprechen. Ja, auch an sich, das ganze Sanktionsregime gegen Russland ist nicht völkerrechtswidrig, weil einfach nicht von der UN gedeckt. Ne? Also das wird ja auch nie in irgendeiner Form thematisiert. Genau. Ich meine, ich muss auch wieder erstmal in die PPK-Frage reinkommen, weil man natürlich schon auch relativ strategisch denken muss, wie man Fragen formuliert, weil die andere Seite, je nachdem wie fit sie singt, aber die singt natürlich auch abgeklärt. Ne? Also wenn du da die Frage falsch formulierst, hast du sofort so eine No-Antwort, zu laufenden Verfahren äußern wir uns nicht oder Sie wissen doch, wir haben hier Gewaltenteilung, fragen Sie das, also ist mal. Und da braucht man an sich schon auch ein Maß an Erfahrung. Also ich bin auch mal gespannt am Mittwoch, ob ich da sofort wieder drin bin oder erstmal so ein bisschen mich wieder rein fuchsen muss in diese sehr spezifische Art der Frage, die sozusagen den Regierungssprecher nicht erlaubt, irgendwelche rhetorischen Ausflüche zu nutzen. Genau. Aber insgesamt freue ich mich da schon drauf, auch wenn ich weiß, dass die Atmosphäre jetzt nicht unbedingt besser wird als vor 2 Jahren, aber lassen wir uns überraschen. Wird die BPK dann auch auf den Nachdenkseiten, also auf dem YouTube-Kanal der Nachdenkseiten übertragen? Also aktuell sieht man die ja nur auf Jung und Naiv. Und jetzt könnte man dann das auch auf den Nachdenkseiten schauen? Ja, also wir wollen sozusagen dieser komplett über, also das haben wir auch echt noch nicht so komplett ausgemacht. Also ich gehe am Mittwoch auf jeden Fall mit dem Kameramann hin, aber danach müssen wir auch sehen, auch tatsächlich, wie wir das sozusagen irgendwie eine finanziell tragbare, bei Thilo Jung zum Beispiel hat ja da seinen eigenen Kameramann, das glaube ich, kriegen wir auch ist die Frage, wie man das so ressourcenmäßig hinbekommt. Aber da sind wir noch am Überlegen. Aber an sich ist das schon der Plan, zum großen Teil das videobasiert zu machen. Aber das ist sowieso ja gerade, also wie ich ja schon dargelegt habe, so ein bisschen so ein improvisierter Status von mir, weil man noch nicht weiß, auch wenn das schwierig wird, hinter dieses Urteil zurückzugehen, aber man kann es halt nicht ausschließen. Ne? Das heißt, ich bin jetzt sozusagen in gewisser Weise geduldet, bis die zweite Instanz da ihr Wort gesprochen hat. Und nach dem Oberlandesgericht kommt auch nicht mehr so viel. Also das wäre natürlich dann auch nochmal die Frage, wie viel höher man das treiben kann auf beiden Seiten. Ich bin jetzt nicht ganz firm, müsste ich auch mal mit dem Anwalt rücksprechen, aber ich glaube, nach dem Oberlandesgericht kommt eigentlich nicht mehr viel. Ne? Also dann wärst du relativ bald in Karlsruhe, aber ich weiß gar nicht, ob das überhaupt. Aber wie gesagt, das sind jetzt ungegessene, ungelegte Eier. Deswegen, und Karlsruhe könnte den Fall dann immer noch ablehnen. Die nehmen ja auch nicht alle Fälle an. Das heißt, dann kann es wirklich relativ schnell zu Ende sein. Also wünsche ich dir da auf jeden Fall viel Glück. Ich danke dir.